So, hallo von der Meerschweinchenfarm. Heute fühlen wir mal ein wenig die Feriengäste. Ich habe mein Meerschweinchenhotel. Das sind eben diese Gartenhäuser da, wo sie eben selbstständig aus- und eingehen können. Also sie wohnen praktisch drinnen. Da haben sie eben da dann jeder ein Zimmer. Da habe ich mir für die Pensionen, das lagert immer über in die Pensionen, damit meine Wege nicht so weit sind, weil die anderen auch noch da sind. Dann fülle ich einer praktisch über. Also sie haben über das getreidefreie Futter da, dann fülle ich einer da die Heuraufen mal über auf. So, da schaut er schon einer. Sie haben eben selbstständig einen Gartenzugang. Das ist riesig gewesen. So, hopp, hopp. Transportboxen kann man auch über da lassen. Man kann ein Häuschen mitbringen. So, da. Und dann haben sie da praktisch. So. Na, mein Schloss. So, und dann haben sie da einen eigenen Garten. Na, Mausi. Und sie können sich halt einen, ja, sie sind halt, dürfen sich einen Tagesablauf gestalten, wie sie wollen. Da muss ich jetzt rein. Weiß ja, ich bin jetzt keine, die. Ich bin eine Beobachterin, sagen wir so. Sie haben echt mega viel Platz und das ist einfach, ja. Melonen lieben sie heiß. Das ist die Edelabsteige. So, der zweite Bereich eben von dieser Pension, das habe ich geteilt eben. Es gibt da ganze Häuser für größere Gruppen, eben, wo der ganze Garten ist. Aber da sind eben zwei Gärten auch. Das Zeltlager. Da muss ich mir jetzt noch meinen Wasserkrug holen. Ausgetrunken. So, dann schauen wir mal da. Da kriegen sie mal dann das Essen, das was sie immer was sie essen dürfen. Die dürfen wieder alles essen. Dann kriegen sie ein wenig Salat, den Paprika. Ein Gurken gebe ich auch noch gerne über eine für die Flüssigkeit. Derek, wo seid ihr jetzt? Habt ihr euch im Haiferfanger drinnen, ha? Gemein. Steh da mit meinen Schätze. Ah, da kommt Annika. Annika, komm mit Schwung. So, mit Wasser komme ich gleich, gell? So, dann haben wir da hinten haben wir die Hotel 6. Da sind auch gerade alle noch drinnen. So, da schaut's her mal, wo seid ihr denn? Panda, das ist immer eine. Die kommen von da, von der Farm, weil ich ja immer Tiere aufnehme. Und das ist schon den Unterschied, kennt man schon sehr, ob jetzt was irgendwie aus einem Kaufgeschäft ist, ich sag's einmal so, oder ob sie sich einfach da wirklich in Entspannung entfalten können, weil sie einfach vom Wesen her komplett anders sind. Also gleich viel offener irgendwie und es gibt diese geschreckten Charaktere auch, aber halt sie sind trotzdem einfach natürlich, sagen wir so, natürlich in einem Wesen, das ist mir immer so wichtig, dass was einfach natürlich sein darf. So, dann, jetzt kriegt ihr noch mal eine Gurken noch eine da in der Garde, gell? So, schaut's her. Ja. Lobo macht sich seiner Wege. So, dann sage ich Tschüss von der Meerschweinchenfarm. Da ist die große Farm, da sind die Fixbetreuungen. Und ein fröhliches Wiek-Wiek.